4 Strecken sind noch übrig hier, wo wir die Oxidgeister holen müssen bei Crash Team Racing Nitro Fueled. Bei Crash Team Racing Strecken hier. Ja, wir sehen jetzt hier nur 3. Burkortex, Engine Labor und Oxidstation, aber leider habe ich auch noch nicht den Abwasserring gemacht. Naja, erledigen wir jetzt zunächst mal die Pflichtaufgaben hier. Ich habe wieder mal ein bisschen online gespielt in der Zwischenzeit. War zwar, glaube ich, nur eine Zwischenzeit von 2 Stunden, die Aufnahme jetzt zur vorherigen. Aber macht ja nichts. Ich habe einfach viel zu viel Lust, weiter zu spielen. Und ja, hoffe mal, dass es jetzt hier einigermaßen flüssig klappt mit den 3 Strecken. Da fehlte, glaube ich, gerade ein R. Ja, der Abwasserring wird dauern. Dessen bin ich mir bewusst und ja, hoffe dann, dass wir wenigstens, will ich ja fast sagen, die anderen 3 Strecken jetzt hier noch schnell hinbekommen. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch schon morgen, also dass ich morgen schon anfange mit Aufnehmen von schwierigen Abenteuer Modus. Wäre ganz cool. Hätte ich Bock drauf. Burkortex sollte jetzt aber tatsächlich kein Problem werden, weil da war ich sogar schon mit der bei der Trophy-Zeit, also wo ich den Trophy mitgeschlagen habe, war ich schon schneller als der Oxid. Also eigentlich sollte das eine gediegene Sache werden. Aber ich habe jetzt ja, wie gesagt, auch gerade den Fake Crash noch ein bisschen gespielt. Muss mich jetzt wieder eine minimal kurze Zeit an Tiny gewöhnen. Und Oxid ist halt gerade vorne. Ist halt gar nicht mal so witzig. Dennoch versuchen wir es jetzt hier weiter. Ja, hier, guck mal. Er ist der langsam, hat er keinen Superspeed mehr. Ich schon. Bisschen hüpfen ist hier ganz gut, weil sonst kriegt man die Kurve sowieso nicht. Ah, kann man den Turbo wenigstens noch ein bisschen behalten. So, jetzt haben wir auch einen guten Vorsprung vor dem Oxid schon mal. Sah gerade nur ein bisschen krasser aus, weil er den anderen Weg gefahren ist. Dennoch ist das schon nicht so schlecht. Der Winkel war jetzt ein bisschen blöd, aber passt schon, wenn man hier ein bisschen in der Luft bremst. Und dann sieht das doch alles wunderbar aus erstmal. Bin auch froh, dass wir die Heißluftbahn noch eben gemacht haben, am Ende des letzten Parts. Dass wir das schon mal weg haben. Ist ja wirklich nur noch Engine Labor und Oxidstation hier nach Burkortex haben. Wo wir da nicht mehr so die krassen Aufgaben entsprechend haben. Zumindest halt jetzt aus der dritten oder aus der vierten Welt. Ja, ist auch sehr gut, dass wir die Drachenminen weg haben, weil die waren echt. Die waren schwer. Also das, von denen, die ich jetzt bisher gemacht habe, würde ich das definitiv als das Schwerste bezeichnen. Ohne Wenn und Aber. Blizzard Bluff zum Beispiel ging relativ klar, was ich gar nicht so erwartet habe. Aber auch nur, weil ich die Abkürzung halt einfach gut hinbekommen habe. Habe ich zum Beispiel von jemandem gelesen, der ja, hat jetzt halt auch seinen Spielstand verloren. Weil alle Trophy-Geister gemacht. Hat zwar geschrieben, er hatte 8 Oxidgeister gemacht und dann ist der Spielstand gelöscht worden, aber damit hängt das, glaube ich, wirklich nicht zusammen, sondern wirklich damit, dass er halt alle Trophy-Geister hatte. Ja, und ist halt jetzt ein bisschen blöd. Also ich will es echt nicht erleben. Und ja, ich bin hier hart am Limit, dadurch, also ich spiele schon mit dem Feuer. Das kann man tatsächlich nicht leugnen, dass ich das jetzt hier mache vor dem Patch alles mit Oxidgeistern. Die Sache ist halt, ich spiele den Zeitmodus, ne? Aber die Sache ist halt auch, es ist eigentlich einigermaßen bekannt, ich hoffe, das stimmt komplett, dass der Bug nur auftritt, wenn man halt wirklich die Trophy-Geister alle hat. Also wenn man alle Trophy-Geister gefahren hat, alle. Ich habe alle aus Crash Team Racing, aber eben nicht alle. Die Crash Team Racing Geister habe ich überhaupt nicht angepackt. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe nicht mal die Trophy-Geister freigeschaltet. Und das ist das Wichtige für mich, dass ich das weiß. Und ich glaube, wir können hier relativ gefahrlos dann die Oxidgeister bei den CTR-Strecken machen. Weil ich habe jetzt tatsächlich auch schon mit dem Gedanken gespielt, schon wieder nach dem Kommentar jetzt, ob ich da nicht vielleicht doch direkt erstmal den schweren Modus jetzt mache. Bis zum Mittwoch. Aber das ist halt einfach eine halbe Woche. Und ich will das jetzt nicht so unbearbeitet stehen lassen, das, was ich meine. Wir müssen auch noch ein bisschen aufholen auf den Oxid, ne? Mal hier sehen. Und der gibt hier auch schon ordentlich Gas. Ich glaube, Engine Labor war auch tatsächlich nicht so einfach im Original. Boost halten ist hier wieder so eine Sache. Der am Ende, der wird wegweisend sein, denke ich mal. Also von dieser großen Rampe hier, die gleich kommt. Da den Boost gut zu halten. Das wird, denke ich mal, ausschlaggebend
für den Versuch sein. Diesen Boost hier. Den muss man halten. Weil der ist wichtig. So, wir sind vor Oxid, sehr knapp. Die Kurve hat er deutlich enger genommen. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Jawohl. So. Ich glaube, das wird eine ziemlich knappe Geschichte. Egal, ob jetzt für mich oder gegen mich. Das Timing ist halt auch sehr gut. Fässer erwischen uns nicht. Also uns auch wirklich im Sinne von Tiny und auch Oxid. Wobei Oxid da noch ein deutlich knapperes Timing hat, als ich jetzt hier mit Tiny. Sehr gut. Leider nicht genug gehalten eigentlich, aber... Aber es heißt genug. Genug ist, wenn wir den Oxid hinter uns halten am Ende der Runde. Und das war der Fall. Deswegen eigentlich genug ist es schon. Ich hoffe, der haut jetzt nicht nochmal richtig raus hier. In der dritten Runde. Wir sind auf jeden Fall jetzt sukzessive näher rangekommen. Und waren auf jeden Fall am Ende beider Runden vor ihm. Und diesen Turbo, den kann ich nicht halten. Den kann Oxid halten. Ich weiß nicht warum. Was man da am besten machen sollte. Kriegt den nicht gehalten. Dafür kriege ich hier den Turbo. Ja, also der haut wirklich nochmal richtig raus mit dem Turbo. Den muss ich hinkriegen. Den kriege ich nicht hin. Und damit hat Oxid jetzt auch eigentlich schon gewonnen. Der Turbo ist hier gar nicht mal so entscheidend. Sondern wirklich der vorherige Turbo. Das war zwar ein krasser Move, bringt mir aber leider nichts. Ja. Dritte Runde war zwar die schnellste, aber leider hat mir das jetzt gar nicht das gebracht, was ich erhofft habe, nämlich den Sieg über Tropy. Egal. Wir haben ja sogar schon eine Strecke erledigt, fällt mir auf. Sollte man gar nicht vergessen hier. Boah, Cortex ist schon erledigt. Noch zwei Strecken, dann ist der Abwasserring fertig. Fällig. Fällig ist leider noch nicht. Auch wenn es schön wäre. Also die interessante Sache ist, der Oxid hüpft hier währenddessen. Also ich glaube, das sollte man auch machen. Das hat jetzt leider nicht so was gebracht, wie ich mir das erhofft habe. Ist aber wahrscheinlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Ja, komm. Dann sollten wir, glaube ich, neu anfangen. Es ist 17 Uhr, die Kirchenglocken bimmeln. Ja, geile Scheiße. Da habe ich mir eine beste Uhrzeit ausgesucht. Hätte ich Ahnung von Kirche, hätte ich das vielleicht vorahnen können. Dass da jetzt ein großes Gebimmel losgeht. Ich habe aber keine Ahnung von Kirche und Religion. Im Glauben und Religion bei Quizduell bin ich zwar gar nicht mal so kacke, wie ich immer befürchte. Aber Ahnung habe ich deswegen noch lange nicht. Von der Religion. Vom Christentum. Von anderen Sachen. Ja, der hält hier einfach konsequent durch. Bis hier zumindest jetzt. Auch in der ersten Runde schon. Das kriege ich einfach noch nicht so hin. Na, das wird wohl elementar wichtig sein für diesen Geist. Also auf den ersten Blick würde ich es auch sagen, ja. Das ist einer der schwereren Strecken. Hätte man sich eigentlich auch denken können, weil Engine Labor... Okay, jetzt habe ich den Boost super lang gehalten. Schöne Sache. Ich habe es befürchtet. Ich hätte es nicht riskieren sollen. Ja, das war's. Boah, die Glocken gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Mein Gott. Es ist jetzt schon 7 nach. Warum bimmelt die immer noch? Es geht mir auf den Sack. Kann ich mir irgendwie die Kirche abschaffen? So, ich bin mal sehr gespannt, ob ich das auch ohne schaffe oder ob ich es dann irgendwie jetzt gleich hinkriege. Nein. Ja, ich hab's irgendwie hingekriegt. Ich hab den ein bisschen gehalten, aber ich bin, glaube ich, wieder langsamer jetzt, ja. Ich bin schon gar langsamer. Und ich bin doch da gar nicht lang, ach Mann. Also manche Hitboxen sind echt komisch, weil manche sehen halt echt nicht so aus, als würden sie mich verletzen oder als würde ich da eben irgendwas treffen und ich treff's nicht so. Also 100% verständlich sind die für mich nicht. Als Gesamtheit gesehen.
Ja, wieder nicht das, was sein sollte hier. Nicht so, wie es sein sollte. Ja, beide Turbofelder nicht bekommen, egal. Dafür sind wir noch ein Stück vor Oxid. Hier besser springen als driften ist, glaube ich. Oder? Ja, wobei. Ich glaube, es ist beides gleich gut und gleich schnell. So macht das der Oxid hier immer. Das ist auch eigentlich eine gute Taktik. Mann, gerade habe ich den Booster schön gehalten. Das hat jetzt nicht geklappt. Dafür kann ich jetzt natürlich hier relativ gefahrlos die Kurve nehmen. Also das heißt natürlich. So natürlich ist es jetzt nicht. Das Schöne ist schon mal, ich bin jetzt noch vor Oxid. Das war ich beim letzten Mal immer nur am Ende der ersten Runde und am Ende der zweiten Runde. Jawolligen, jawolligen. Ja, nehmen wir beides nicht mit wahrscheinlich. Nee. Dann hätte ich hier driften sollen, um wenigstens etwas Zeitersparnis zu haben. Jetzt überholt mich der Oxid leider. Ich traue mich auch eigentlich gar nicht so hier so wirklich lang zu driften an der Stelle. Jetzt habe ich den Boost irgendwie gehalten, zumindest bis hier. Sehr, sehr merkwürdig manchmal. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Werde ich auch, glaube ich, nicht verstehen, bis ich die Oxidgeister ja fertig habe. Also zumindest von CTR. Vielleicht lerne ich es dann im Laufe noch. Spontan? Nein. Ja, ist wichtig, dass ich jetzt hier den Boost halte, jawohl. Zumindest ein Stück. Weil der Oxid den halt hier auch gehalten hat. Und der ist ziemlich nah dran an mir, sehe ich gerade. Meinem Geist fahren wir davon, aber Oxid selbst ist hier sehr nah dran. Jawohl, jawohl und boom! Junge, nice! Das war eine richtig geile dritte Runde, muss ich sagen. Also der Trick hier bei dem Turbotunnel, den Boost zu halten, ist halt tatsächlich im Turbotunnel, wenn man quasi schon den Ausgang sieht, zu springen. Also zu springen und dann halt nach rechts zu driften und den Drift schon anzusetzen. So dass man quasi direkt, wenn man aus dem Turbotunnel raus ist, den ersten Boost machen kann. Im Turbotunnel bringt der nur nichts. Und ich glaube, das ist der Trick. Hier war ich sogar mit Tiny schon schneller. Das heißt, das sollte eher wieder eine gediegene Sache... Ja, na wobei. So gediegen sollte die Sache nicht werden, weil da hatte ich echt Probleme mit dem Tropy, weiß ich noch. Weil ich da den Boost auch nicht gehalten habe. Also das ist definitiv das A und O in diesem Spiel, wenn man richtige krasse Challenges machen, wie zum Beispiel die Oxidgeister hier. Vielleicht auch im schweren Modus wirklich nötig. Hilfreich ist es auf jeden Fall. In jeder Phase des Spiels, auch wenn man nur den leichten Story-Modus spielt. Dann ist er zwar überhaupt nicht benötigt, aber es ist natürlich trotzdem sehr angenehm, wenn man sowas drauf hat. Deutlich habe ich Oxid jetzt auch nicht geschlagen mit meinem Versuch hier mit Tiny. Also, ein Zuckerschlecken wird das nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass ich es schaffen kann. Ja, nee, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht weiter versuchen. Weil er einfach schon so weit weg ist, dass ich mir so denke, pff, das lohnt sich halt einfach nicht, das jetzt hier noch zu tryharden. Fange ich lieber nochmal komplett neu an. Und versuch's dann erneut. Muss auch bald mal mit regulären Let's Plays dann weitergehen. Aber wie gesagt, so unglaublich viel kommt hier ja auch gar nicht mehr. Also wir sind jetzt ja schon bei 35 Parts oder sowas in der Richtung. Wir haben schon einige. So unglaublich viele werden da nicht mehr kommen. Hin und wieder vielleicht auch nochmal was mit online, aber weiß ich nicht, ob es reguläre Videos gibt oder einfach nur Streams. Aber dann geht es natürlich immer wieder regulär weiter, ein bisschen mit Animal Crossing, ein bisschen mit dem Professor Layton Replay. Davon gibt es mittlerweile übrigens auch eine iOS- und Android-Version. Also sie haben es ja so ein bisschen geremaked, möchte ich fast sagen. Auf den Handys. Die Professor Layton-Reihe machen sie gerade so ein bisschen. Den ersten Teil gibt es auf jeden Fall schon, der zweite ist das, glaube ich, halt gerade rausgekommen. Kosten, glaube ich, so 10 Euro und kann man dann halt mobil auf dem Handy spielen. Ist halt einfach eine sehr schöne Grafik.
Allerdings hat der zweite Teil jetzt auf jeden Fall kein deutsches Voice-Acting. Ich weiß nicht, wie es beim ersten ist. Das ist natürlich schon schade. Weil das macht halt die Professor Layton-Spiele, finde ich, aus bei uns. In Deutschland, dass man also eine schöne deutsche Synchronisation hat. Die ist halt echt top. Ich habe zwar nichts gegen die englische, aber ist halt schade um die deutsche. Ah, fuck. Ja, also so geil ist mein Versuch hier gerade nicht. Ich hoffe, der Oxid macht nochmal irgendwie ein bisschen Müll. Ah, es sieht nicht so danach aus, muss ich sagen. Ich bin halt wirklich nicht weit weg. Aber halt auch einfach nicht vor ihm. Das ist das Problem. Ja, und ich mache halt auch immer so einen Scheiß. Also wirklich, so einen richtigen Scheiß mache ich hier. Ich kann halt gar nicht glauben, dass ich mit meinem Tropi-Versuch schneller gewesen sein soll als Oxid. Wenn ich das hier gerade sehe, wie der mich hier fertig macht. Okay, gut. Gut. Ich habe nichts gesagt. Der hat jetzt ein bisschen Zeit liegen gelassen. Also ein bisschen sehr viel offenbar. Jetzt einfach vor ihm bin. Finde ich gut. Wenn er hinten raus so ein bisschen müde wird, habe ich absolut nichts gegen. Ist ja meistens eher andersrum gewesen, dass er hinten rum nochmal richtig rausgehauen hat hier. Also einfach versuchen, während der ersten Runde relativ gut an ihm dran zu bleiben, in der zweiten Runde relativ gut an ihm dran zu bleiben. Und gegen Ende der zweiten Runde hat man dann eine ganz gute Chance, ihn einzuholen und dann in der dritten Runde offenbar auch eine gute Chance, vorne zu bleiben. Hier bin ich sowieso immer ein bisschen schneller als er. Also hier habe ich zumindest immer gut aufgeholt, wenn er mal ein bisschen weiter weg war. Und jetzt entscheiden, hier den Boost zu halten. Zumindest ein bisschen. Ja, das ist okay. Das reicht. Wenn ich es so mache, reicht das. Einfach ein bisschen rumhüpfen. Dann passt das. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Damit haben wir alle drei verbleibenden Oxidgeister aus der Zitadellenstadt. Und damit 17 von 18 Oxidgeistern hier bei Crash Team Racing. Also bei Crash Team Racing Nitro Fueled aus Crash Team Racing. So. Hier sehen wir es auch nochmal alles. Überall beide Sterne bis auf den Abwasserring. Da fehlen uns jetzt einfach geschmeidige, wie viel waren es? 16 Sekunden. Ich habe zwar mit Komodo Joe gespielt, entsprechend war ich langsamer, als ich das jetzt mit Tiny sein kann. Dennoch muss ich dreimal die Abkürzung hinkriegen, um eine realistische Chance zu haben, und dann muss ich halt trotzdem auch noch super fahren. Es wird höchstwahrscheinlich die mit Abstand schwerste Challenge hier. Also es wird definitiv die schwerste, aber auch höchstwahrscheinlich mit Abstand. Die Sache ist, ich habe hier halt beim Platin-Relikt schon ewig gehangen. Und ja, auch bei den Drachenminen habe ich bei Platin durchaus ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, der Oxidgeist bei den Drachenminen war entsprechend nichts gegen das hier. Glaube ich nicht. Ach, wir haben sogar eine Geschwindigkeitsanzeige, sehe ich da gerade zum ersten Mal. So ganz klein. Also dieses blaue Ding da. Jetzt habe ich nur gut gekriegt, deswegen habe ich auf keinen Fall die Möglichkeit, hier hochzukommen. Also, nochmal. Es stimmt nicht so ganz, dass man, wenn man dreimal perfekt hat, auf jeden Fall hier hochkommt. Aber es stimmt offenbar, zumindest nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, dass man auf jeden Fall dreimal perfekt braucht, um die Möglichkeit zu haben, da hochzukommen. Also wenn man einen der drei Boosts nur gut hat, also dieser Boost hier, dann wird da nichts. Hier zum Beispiel habe ich jetzt perfekt, gut und perfekt, und es wird doch was, okay. Gut, dann ist es komplett debunked. Man schafft es nicht immer, wenn man dreimal perfekt hat. Man braucht aber auch nicht zwangsläufig dreimal perfekt, um es zu schaffen. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Das definitiv. Es sollte aber auch eigentlich Menschenverstand sein. Weil je mehr Boost man hat, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, hochzukommen und rüberzukommen. Ja? Und es ist halt schon ein bisschen enttäuschend, dass Oxid halt trotzdem vor mir ist. Obwohl ich die Abkürzung genommen habe. Gut, klar, ich bin da nicht eindeutig hochgekommen. Aber dennoch ist es halt schon ein bisschen enttäuschend. So, und jetzt habe ich halt schon verkackt.
weil das kann ich gar nicht schaffen. Und das ist genau der Scheiß bei, ja, Wasserring. Es muss einfach ein richtig glücklicher Versuch sein. Ich glaube, er fährt auch links lang, oder? Habe jetzt noch nicht drauf geachtet. So, ich will jetzt aber auch definitiv wieder die Nitro-Fuel-Anzeige haben. Ich habe die auch als Standard eingestellt, aber manchmal verstellt er sich trotzdem. Manchmal bin ich es wahrscheinlich auch, ja. Das Gute ist, ich muss hier beim ersten Sprung nicht mal mehr Kisten treffen. Das war auch immer ein bisschen doof. Das sieht an sich erstmal gut aus. Ja, so viel dazu. Ja, nee. Also so Kapitalfehler kann ich mir, glaube ich, nicht erlauben. Es ist einmal die Sache, dass ich die Abkürzung dreimal schaffen muss. Aber es ist zum anderen die Sache, dass ich mir auch sonst nichts erlauben darf. Ich weiß es zwar nicht mit Sicherheit, wie streng das jetzt hier wirklich ist. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen wie bei Oxidstation ist, dass er am Ende nochmal ein bisschen schlechter wird. Es kann aber auch sein, dass es wie bei den meisten anderen Strecken ist, dass er am Ende nochmal richtig rausklöppelt hier. Ja, das kann alles sein. Ich weiß es halt noch nicht. Aber wir werden es erfahren. Irgendwann, auch wenn es Ewigkeiten dauert. Ich will diesen Oxidgeist schlagen. Schade, dass das nicht die letzte Runde war. Ich glaube, wir wären vorne gewesen. Ganz knapp. Und mehr als ganz knapp kann man den auch ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so wirklich ohne weiteres schlagen. Ja, ich war jetzt halt einfach, ja, ärgerlich. Das ist doof gelaufen mit der Ecke da. Dennoch, es ist ja eigentlich eine, also es sind wirklich nur diese drei Stellen. Also diese eine Stelle in drei Runden. Wenn man das hinkriegt. So viel kann da eigentlich dann gar nicht mehr schieflaufen. Würde ich persönlich behaupten. Weil es halt einfach nicht die Strecke ist, wo man besonders viel achten muss. Der Sprung rein, zurück hier in diesen Anfangsbereich, auf diese Start-Ziel-Linie, würde ich ja fast sagen. Der ist ein bisschen blöd, wo man durch diese zwei Augen springen muss. Da darf man halt nicht treffen, da muss man treffen. Wäre ich ein bisschen weiter von links gekommen in den besseren Winkel, wäre das okay gewesen. Aber sonst ja die beiden Fässer. Die beiden Fässer muss man natürlich achten. Darf man auch nicht platt gemacht werden. Das sind so zwei Stellen, wo man potenziell wirklich noch kleben bleiben kann, wo es halt wirklich noch wichtig ist, dass man das hinkriegt. Aber sonst will ich sagen, ist es eigentlich wirklich nur diese Stelle, dass man die dreimal hinbekommt. Natürlich, das ist hard as fuck. Da müssen wir nicht drum rumreden. Das war im Original schon schwierig. Aber hier ist es einfach nur hammerhart. Dennoch, neben diesen Stellen gibt es auf dieser Strecke eigentlich nicht so riesige Problemfaktoren. Wir haben guten Speed drauf, entsprechenden Vorsprung vor Oxid. Also nicht entsprechenden Vorsprung, sondern entsprechend haben wir Vorsprung auf Oxid. Der hat auch nicht besonders großes. Das war ein guter Sprung. Sah fast aus, als könnte ich das. Also ziemlich gut. Ja, jetzt sieht man auch, dass ich einfach super Geschwindigkeit habe gerade. Aber Oxid hat die leider auch, wie es aussieht. Jawohl. Looks good. Looks fucking good. Könnte jetzt natürlich auch versuchen, unten lang zu fahren, aber ne. Ne, Leute. Oh mein Gott. Tiny, mach mich glücklich. Ich bin gerade mega aufgeregt. Mega aufgeregt. Leute! Ich verarsche euch nicht. Das ist mein erster
Also ich habe jetzt nicht vorher versucht, hier den Oxidgeist zu schlagen. Ne? Ich habe es nicht versucht. Ich habe jetzt hier 5 Minuten gebraucht. Ich kann mich nicht so aufregen, meine Freundin schläft gerade drüben, aber... Junge! Ich habe 5 Minuten dafür gebraucht. 5 Minuten? Ich dachte, ich muss jetzt hier noch voll die langen... Ich muss hier wieder den Part schneiden und alles. Ich habe es einfach innerhalb von 5 Minuten geschafft. Ich kann es nicht glauben. Leute, ich kann das nicht glauben. Ich habe den Abwasserring einfach zerstört. Junge. Ich habe den Abwasserring mehr zerstört als wieso die CDU. Und die CDU sich selbst natürlich. Alter. Was zum Fick. Ich habe das Ding sowas von gerockt. Props bitte an mich. Einfach nur Wahnsinn, wirklich. Ich habe gedacht, das dauert Ewigkeiten. Deswegen habe ich es extra als letztes gemacht. Gut. Sei es so. Wir haben damit alle Oxidgeister hier aus CTR. Und damit können wir jetzt tatsächlich schon... Eigentlich direkt jetzt auch noch, weil ich jetzt eigentlich eine längere Aufnahme nochmal machen wollte, können wir eigentlich direkt damit anfangen, den schwierigen Abenteuermodus zu spielen. Und ich feiere mich jetzt erstmal selber und hoffe, ihr seid dann beim schwierigen Abenteuermodus im nächsten Part wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.